Herzlich willkommen bei Match Me If You Can. Hier ist Frage 1. Wer von euch beiden trainiert härter? Ha, das ist einfach. Ja. Jetzt hängst du es leider. Hey, du trainierst härter? So. Er geht in den Kraftraum rein und legt sich einfach hin. Und macht nichts. Das nennt man ausrollen. Wir bereiten uns fürs Training. Die Rolle aus dem Nacken hinten. Wir waren nicht ganz sicher jetzt. Ich hab nur so überlegt. So. Frage 2. Wer ist der talentiertere Fußballer? Ja, gut. Bloody. Ja, ist einfach so. Du hast andere Stärken. Ja, ich kann besser Fleisch schießen. Frage 3. Wer von euch beiden hat den besseren Musikgeschmack? Ja, raus, Ladi, ich hab's gewusst, dass man vertraut. Top. Frage 4. Wer ist zweikampfstärker? Ja, da musst du es auf ihn tun, weil sonst wärst du ja komplett davor. Aber du bist auch ein Ohrweiter, weißt du? Ja, aber du hast. Du hast dich schon eine und so. Aber rutschen tust du allein, auch. Allein Kopfball. Okay, allein Kopfball. Das hat man heute wieder gesehen, gell, beim Fußballtennis. Frage 5. Wer ist beliebter bei den Teamkameraden? Bist du. Boah. Das ist voll warm. Ich hab schon. Nimm die, was denn ja top. Stark. Aber er ist auch beliebt, muss man auch sagen. Danke. Lade morgen wird es reichen. Frage 6. Wer von euch beiden ist der bessere Elfmeterschütze? Lade. Hast du schon einmal angeschossen? Scheiße. Ich hab schon. Also ich hab meine Entscheidung geschossen, Lade. Du hast nie angeschossen. Wow, wow, wow. Früher habe ich immer eine geschossen, ja. Wirklich. Weiß ich noch. Früher haben wir eine riesen Serie gehabt, so 21 Öfer, 21 Tore. Ist mir so. Frage 7. Wer von euch beiden geht öfter zum Buffet? Ich glaube, es kommt auf die Größe drauf an. Ja. Ich sah mehr, ja. Ja, ich sah weniger. Ja. Ich bin kleiner. Stimmt. Du bist da, ich brauche nicht so viel. Aber ich weiß schon, eine gewisse Masse hast du. Genau. Stabilität. Die haut man da. Frage 8. Wer ist öfter bei den Physiotherapeuten? Ja gut, das ist eh einfach jetzt. Mach jetzt keinen Scheiß, gell? Ja, du weißt es eh. Du bist jeden Tag. Ja? Ja, das ist ja, der muss ja. Der liegt 10 Stunden. Am Tag, da oben, mit dem Game Ready. Länger. Mit dem Game Ready allein. Wie du lachst, wirklich? Ja, aber ich sehe jetzt. Gestern, wo ich beim Spiel war, zwar nicht mit dürfen, sicher 12 Stunden Behandlung. Wirklich? Frage 9. Wer trinkt mehr Red Bull? Wer? Ja? Ja, ich trinke nur einen vor dem Spiel. Ab und zu einmal. Nach dem Training, wenn dann. Weiß ich trinke, wenn dann immer nur das Gelbe. Ja, weiß ich. Tropical oder die Mette? Das Grüne ist es, das ist gut. Kurz Werbung gemacht, ja? Ja, gut, kauft es alle. Top. Frage 10. Wer kommt in der Damenwelt besser an? Also das, ja, das ist super Frage, wenn ich verheiratet bin, ist das auch natürlich eine tolle Frage. Ja, aber ich bin ja schon heute. Ja, dann jetzt werde ich Probleme haben, gell? Wenn ja, ich mein sage. Gott. Das schneidest du dann aus. Das stimmt nicht. Das mache ich jetzt nur aus. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Bitte. Also, ja, bravo. Punkt ist Punkt. Ich bin noch nie angeredet worden, ich schwöre. Nie, so. Nie, wirklich nie. Nicht. Nie nein. Angeredet. Und wenn, dann war es. Das war kein Flirten, sondern. Was war es dann? Ja, irgendeine Frage. Bist du Spieler, oder? Bist du Spieler, oder? Frage 11. Wer von euch beiden ist der Eitlere?
wenn ich seine Haare anschaue, gell? Nein, ja, okay, dann. Mach's mit dem Punkt. Mach's mit dem Punkt. Ja, weißt du warum? Ja, okay, meine Haare. Ja, ich glaube, dass wir beide. Das sind einfach mehr so verschiedene. Da bin ich gespannt jetzt, was. So Stile, weißt du? Einmal kommst du so. Die Haare richtig so fresh so aufgestellt, dann kommt man mal ein bisschen so zurückschlägt, eher so ruhiger. Ab und zu merkst du gleich, wenn er müde ist, hat er gar nichts drin. Dann hat er nicht gut geschlafen. Ja. Deswegen, glaube ich, machst du da ein bisschen mehr Gedanken. Frage 12. Wer von euch beiden verdient mehr Kohle? Ich bin jetzt voll ernst gemeint. Ich werde dir sagen. Ja, ich weiß. Aber es wäre wahr gewesen. Naja, ein bisschen Unterschied muss schon sein, gell? Frage 13. Wer schnarcht lauter? Das habe ich jetzt nur gemacht. Aber ich schnarche nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich schnarche, aber ich weiß es ja nicht. Nationalium, damals der Kregel, hat mich oft aufgeweckt in der Nacht, hat mich so geschlagen. Hat gesagt, ich hör auf jetzt, und ich mit was? Ja, du schnarchst. Und das habe ich anscheinend immer gemacht, wenn ich mich am Rücken gedreht habe. Wenn ich auf die Seite da habe, wieder schlafen können. Deswegen habe ich jetzt aufgezeigt. Interessant. Ich habe es auch einmal gesagt, das ist schon länger her. Und jetzt war es vor kurzem extrem anscheinend. Frage 14. Wer von euch beiden telefoniert öfter mit seiner Mutti? Also Mutti. Mit der Mutti. Das ist schwierig. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, wer am meisten am Handy ist. Hast du schon entschieden? Ja, es muss so sein. Es muss so sein. Der kann nicht ohne Handy. Das ist ein Der kann Blödsinn. Nicht ohne Handy. Was? Das stimmt gar was nicht. Was Blödsinn. Nein. Sei ehrlich jetzt. Jetzt kannst du ehrlich sein. Schön. Genau, jetzt kannst du ehrlich sein. Schon abtrat? Nicht? Ja, ich bin schon oft am Handy. Ja. Das gebe ich dazu. Frage 15. Wer ist der bessere Autofahrer? Kommt es ja aufs Auto drauf an, oder? Naja, wenn wir jetzt beide das gleiche Auto hätten, gell? Ja, es ist nur, wer... Ja, ich würde es eigentlich gar nicht jetzt sagen, aber ich schätze mal, das ist wahrscheinlich... Sehr aber das stimmt nicht. Du kannst nicht Auto fahren. Das ist ja Blödsinn, nur weil du ein paar Jahre länger einen Führerschein hast. Aber ich habe schon ein eigenes Gefühl dafür, weißt du? Weiß ich nicht, ob das jeder hat. Alle Punkte. Alle. Wir haben echt alle. Alle haben wir, die erste Frage. Romário! Brasil! Alle richtig! Alle richtig!